Gut, danke. Jetzt habe ich als nächstes Karl Peter, hier und noch mal dahin. Also Karl Peter. Es geht mir jetzt bei der Frage auch um eure Meinung, wenn man den Maßstab von Gerechtigkeit nimmt. Wenn man ansieht, wie zum Beispiel ein Peter Sawicki abgestraft worden ist, dass er kritisch den IQ-Krieg geführt hat, das heißt der Pharmaindustrie auf die Finger geguckt hat, und das Modell in Europa, wie es in der Pharmaindustrie meistens läuft, heißt ein wackeliges Medikament wie nach England, dann wird es für die gesamte EU anerkannt und ist dann durch. Ja, das finde ich auch eine ziemliche Unverschämtheit, wenn man andererseits wiederum sieht, nur als Vergleich einmal, damit man sich das zu Gemüte führt, welche hohen Anforderungen Leute, die in der Ausbildung sind, egal ob Lehrlinge oder Studenten, ja, oder Leute, die dann im Berufsleben sind, ja, wie schnell da durch eine Bagatelldelikt zum Beispiel die Kündigung kommen kann, wenn man sich diese Spielräume und diese Verhaltensmuster mal gegenüberstellt, dann sieht man, da stimmt doch die Maßstäbe nicht. Ja. Da hat sich etwas eingeschlichen, was einfach unverschämt ist, was ein Skandal ist. Ja. Also wie gesagt, ich hoffe nur, dass es irgendwann mal hoffentlich die Leute, die jetzt IQ-Krieg kaltgestellt haben, also die Kontrolleure der Pharmahersteller, dass die zumindest durch irgendeinen Schaden vielleicht doch noch klug werden. Und da frage ich dann euch, das ist die eine Sache. Und die zweite, wo ich mir sage, wenn man sieht, wie wackelig die Geldverteilung und die Weiterleitung der Gelder für Ärzte durch die KVs ist, ja, dann frage ich mich, ich meine, warum traut man sich nicht klarzumachen, dass eine staatliche Reglementierung oder gegebenenfalls eine Abschaffung der KVs, ja, da von Not tut, denn man hört ja andererseits von einem Herrn Rösler, dass er jetzt Studienanfänger, die nicht so gute Abschlüsse haben möchte, damit sie sich verpflichten, als Landärzte in unterbesetzten Gebieten, ja, sich anzusiedeln. Das sind meine zwei Themen da. Peter. Achso, ja, es war gerade die Rede da von der Finanzierung oder nicht mehr möglichen Finanzierung dieser gesetzlichen Krankenversicherung, aber es von mir aus Bismarck-Zeiten, obwohl der Bismarck gezwungen werden musste, von seinem Kaiser das zu machen. Freiwillig hat das nicht gemacht. Kaiserliche Botschaft, genau. Ja. Der Kaiser war derjenige, der Vorantreiber. Aber dieses Gesetz ist sowas von unanständig, Quatsch, diese Krankenversicherung ist sowas von unanständig gesund. Die hat, das hat er gerade gesagt, 10-11% seit Anfang der 60er Jahre, immer, das ist glaube ich ein Zehntel Prozent, wo es schwankt, im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Also das ist also, und die funktioniert auch heute noch, obwohl auch unsere Genossen der Krankenversicherung natürlich die Beine wegziehen. Wir haben in den letzten 25 Jahren in anderen, in allen vergleichbaren Industrieländern, haben wir eine reale Lohnerhöhung von 25% gehabt, in Deutschland -2%. Da haben alle Kanzler von Kohl bis Schröder dazu beigetragen, immer moderate Abschlüsse. Das ist so gut gelungen, dass wir also ein Viertel weniger Gehalt haben als in diesen 10 Jahren. Also die Belgier, Holländer, Dänen, Franzosen, diese Reisen, sogar die Amis haben fast 25% und die Engländer. Jetzt stellen wir uns mal vor, unsere Soldaten, die da kräftig dabei waren durch diese ungeregelten Arbeitsverhältnisse, jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre jetzt nicht passiert in den letzten 10 Jahren. Und wir hätten ein Gehalt von im Schnitt 25% mehr. Wohin wollte denn jetzt die AOK mit den ganzen Beiträgen? Da müssen wir wirklich den Bauchplatz wieder einführen, aber im großen Markt. Also, diese Krankenversicherung ist so gesund, und was ihr noch fehlt, genau wie die Rentenversicherung, eigentlich auch nur eins, dass der Staat die Finger da raushält. Denn es gibt ja auch noch einen Haufen versicherungsfremde Leistungen, die nicht eigentlich über die Kasse laufen müssen. Es gibt Dinge, die die Krankenversicherung, auch die Rentenversicherung zahlen muss. Wenn der Staat das beschließt, dann soll er das bezahlen. Das müssen aber nicht unbedingt die Versicherten bezahlen. Also wie gesagt, ich meine, diese Versicherung ist sowas von gesund und deshalb heißt sie, auch Gesundheitskasse, aber das liegt an uns. Und diese ganzen ungesicherten Jobs, die da sind, die geschaffen worden sind, die Rentenkasse so sehr, sehr, sehr beschädigen, die beschädigen natürlich auch die Krankenkasse. Und da waren wir kräftig beteiligt. Danke, Peter. Ich habe jetzt noch 2 Wortmeldungen. Einmal hier und einmal in der Ecke. Also, meine Frage geht in die gleiche Richtung. Waldemar, du hast davon gesprochen, dass
die Gesundheitsversorgung nicht privatisiert werden darf und man droht, um mit der Zahnversorgung anzufangen. So reden Oppositionspolitiker. Wenn die SPD in der Opposition ist, dann höre ich Rudolf Dressler, Ottmar Steiner oder früher Eugen Glombeck und die reden alle recht vernünftig. Aber wenn sie regiert, dann höre ich Gerhard Schröder, Wolfgang Clement und Florian Gerster. Und wenn ich hier gesagt bekomme, ja, wir konnten mit Ulla Schmidt nicht alles durchsetzen beim Gesundheitsfonds in der Großen Koalition, ja, was war denn mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz von 2004? Da war ja nicht die Große Koalition. Und da hat es Auswirkungen bis in die Landespolitik. Ich habe ja eben gesagt, es ist ein bundespolitisches Thema, aber dieses Gesundheitsmodernisierungsgesetz hat überraschende Auswirkungen in der Landespolitik. Ich bekomme den Newsletter der Grünen Landtagsfraktion und habe da vor 2 Jahren erfahren, die SPD-Frauen hatten einen guten Vorschlag und die Grünen unterstützen den. Ich weiß allerdings nicht genau, was da der Vorschlag war, vielleicht erfahre ich das noch. Es geht darum, dass mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz von 2004 die Empfängnisverhütung wohl Lifestyle und Privatsache wurde. Sterilisation wurde nicht mehr bezahlt und verschiedenes andere noch. Jetzt hat man herausgefunden, die Unterschichtsfrauen werden unter Umständen schwanger, weil sie sich die Verhütung nicht mehr leisten können. Und da hat die SPD in Nordrhein-Westfalen sich irgendwas ausgedacht. Nur, jetzt schalte ich auch schon mal gelegentlich NDR an und ich gucke im Internet woanders rein. In anderen Bundesländern denkt man sich auch was aus, in kommunalen Gremien denkt man sich was aus. Also bloß, weil die SPD mit den Grünen 2004 irgendwas vereinfacht oder entbürokratisiert hat, wie jetzt mit den Verkehrszeichen, müssen plötzlich hunderte Politiker in Bund und Land sich irgendwas ausdenken, weil es ein Problem gibt. Da habe ich wiederum ein Problem, diese Partei noch irgendwie glaubwürdig zu finden. Ja, also der Punkt, ich denke, dass hier viele Menschen halt diese Sorgen haben, wir müssen einfach anfangen, etwas über den Tellerrand zu schauen. Weil diese ganzen Probleme, die hängen halt irgendwo miteinander zusammen. Und Sie haben zwar schon recht, es handelt sich jetzt um die Gesundheitspolitik, aber von irgendwoher, und die Kollegin ja schon gesagt hat, müssen ja diese Einnahmen herkommen. Aber dadurch, dass wir durch die Wirtschaftskrise ja so viele Arbeitslose verloren haben, und 2009 waren das ja eigentlich nur 2 Millionen mehr. Und der Punkt ist, dass durch diese Arbeitslose ja die Steuereinnahmen sinken. Und das bedeutet, dass wir halt mehr Sozialaufgaben dann halt haben müssen. Und das bedeutet, dass so insgesamt der Topf wirklich schrumpft. Ja? Und die Sache ist halt die, dass wir ein bisschen versuchen müssen, diese Zusammenhänge herzustellen, dass wie wollen wir dieses Gesundheitssystem finanzieren, wenn die Regierung sagt, dass wir eine Bevölkerung sparen müssen, weil es hat mittlerweile eine Grenze überschritten, wo man wirklich sagt, okay, die Banken oder diese ganzen Spekulationsschulden oder diese systemrelevanten Banken sind halt wichtiger und kommen dann erst zur Stelle, also der Priorität vor der Bevölkerung. Das ist was wirklich explizit auch praktiziert wird, weil man jetzt wirklich anfängt, Schulen zu schließen und Krankenhäuser zu schließen, vor allem die NRW. Und das ist eigentlich ein bestimmtes, was ein ganzes System ist, wie ihr Kollege auch schon gesagt hat, das System ist einfach falsch konzipiert. Und die einzige Möglichkeit, das zu lösen, ist halt, wie man sagt, diese Spekulation zu streichen und diese wirklich relevante Glass-Steagall-Planung schon durchzudiskutieren. Und wenn man sich die Lage der Wahl anschaut, ist die Sache so, dass in allen europäischen Ländern, die wirklich gravierende Schulden haben, wird diese Diskussion und diese Debatte wirklich öffentlich gemacht. Also der Punkt ist, dass ich denke, dass viele Länder, auch Spanien, Frankreich, Portugal und Griechenland, dieselbe Probleme jetzt bestimmt haben, auch mit ihrem Gesundheitssystem, auch dass man sich einfach die soziale Versicherung, den sozialen Aufwand nicht mehr leisten kann. Weil man halt die ganzen Schulden bezahlen muss. Ja. Dadurch, dass diese Diskussion wirklich, also dass diese Debatte einfach gemacht wird, um diesen Trennmarken zu sehen, ist halt nicht ohne Grund. Weil man halt versucht, also andere Alternativen einzuschlagen, als nur hier und da ein paar Zahlen hin und her zu werfen. Und deshalb denke ich, dass man das wirklich aus einem anderen Blickwinkel schauen muss, dass man eine andere Perspektive hat. Weil was sollen die Bürger denn wirklich eine Vision von der Zukunft haben, wenn man ihnen sagt, ihr müsst sparen? Ja. Wie sollen die wirklich in Zukunft aufkommen?